Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute am Fest der Erzengel fragen, was denn ein Engel ist und was ihn ausmacht, dann finde ich, kann man das beinahe nicht genauer und schöner sagen, als das Papst Benedikt einmal getan hat, in einer Predigt 2007 für neu ernannte Bischöfe. Er sagt, die Heilige Schrift und die Tradition der Kirche lassen zwei Aspekte erkennen. Der Engel ist einerseits ein Geschöpf, das vor Gott steht und mit seinem ganzen Sein auf Gott ausgerichtet ist. Alle drei Namen der Erzengel enden mit dem Wort El. Michael, Gabriel, Raphael. El, das bedeutet Gott. Gott ist in ihren Namen, in ihr Wesen eingeschrieben. Ihr wahres Wesen ist das Dasein vor ihm und für ihn. Genau daraus erklärt sich der zweite Aspekt, der die Engel kennzeichnet. Sie sind Boten Gottes. Sie bringen Gott zu den Menschen. Sie öffnen den Himmel und öffnen so die Erde. Gerade weil sie bei Gott sind, können sie auch dem Menschen sehr nahe sein. Gott ist in der Tat jedem von uns näher, als wir es uns selbst sind. Zwei Aspekte. Ganz auf Gott ausgerichtet sein. Und weil man daher ganz auf Gott ausgerichtet ist mit seiner ganzen Existenz, kann man zur Brücke werden. Zur Brücke in diese Welt. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns diese beiden Aspekte heute nahe kommen lassen, weil sie sehr viel aussagen über unser christliches Leben. Das auch sich nach dem Vorbild der Engel ausrichten muss. Auch wir nennen uns Christen, tragen den Namen unseres Gottes und müssen alles von ihm abhängig machen und alles auf ihn ausrichten. Wir müssen ganz bei ihm zu Hause sein, unseren Blick unablässig auf ihn richten, damit wir dann im zweiten Aspekt dieser Welt den Menschen um uns etwas zu sagen haben. Nicht andersherum. Die Erzengel laden uns ein, dass die Prioritäten stimmen müssen. Und wie oft ist es auch in unserem Klein-Klein so, dass dieser Kampf stattfindet, von dem wir im Buch der Offenbarung hörten. Es fand ein Kampf statt. Da geht es dann nicht mehr um die Ausrichtung auf Christus, sondern um den alten Streit, wer ist denn größer, wer hat denn das Sagen und wer hat das Kommando oder wer ist jetzt wirklich bedeutend oder wie auch immer dieser Streit und dieser Kampf heißt. Alles das führt zu nichts. Alles das ist letztendlich diabolisch. Ganz auf Gott ausgerichtet sein. Weil seit der Taufe der Name Gottes auch in unser Wesen unauslöschlich eingeschrieben ist. Und wenn man so orientiert ist, kann man Gott zur Welt bringen. In der Bach-Kantate, die unsere Lesung aus der Offenbarung sozusagen in den Eingangschor hat, es erhob sich ein Streit, Bachwerkeverzeichnis 19, hat Bach einen Text von Picander, das ist das Pseudonym für Herrn Henrici, hat sich Picander genannt, viele Texte sind von ihm, die Bach vertont hat, hat er einen Text aufgenommen und ihn sehr schön vertont. Und genau mit diesen beiden Aspekten spricht dieser Text noch einmal ganz anders zu uns, weil er ein flehendes Gebet ist. Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir, führet mich auf beiden Seiten, dass mein Fuß nicht möge gleiten, aber lernt mich auch all hier euer großes Heilig singen und dem Höchsten Dank zu bringen.